The soldiers on Parade D, forming the Honor Guard, are from the 1st Battalion Princess of Wales Royal Regiment, based in Barker Barracks, Paderborn. The battalion has been deployed to both Iraq and Afghanistan on numerous occasions and are about to become part of NATO's Vanguard Joint Task Force, ready to deploy at extremely short notice. Die Soldaten der heutigen Parade, die den Ehrenzug stellen, sind vom 1st Battalion Princess of Wales Royal Regiment. Sie sind in der Barker Barracks in Paderborn stationiert. Das Bataillon verlegte zu zahlreichen Einsätzen in den Irak und nach Afghanistan. Im Augenblick bereitet sich es auf die Aufgaben als Vanguard Joint Task Force vor, die NATO-Einsatzgruppe mit sehr hoher Einsatzbereitschaft, während der die Truppe sehr kurzfristig verlegt werden kann. The musical accompaniment today is being provided by the band of the Grenadier Guards. The band has served 15 monarchs over 325 years and been present at all the major royal occasions. Meine Damen und Herren, es antwortet der Kommandeur der 20. Armored Infantry Brigade, Brigadier Michael Elvis. Sehr geehrte Ministerpräsidentin Frau Kraft, sehr geehrter Landtagspräsidentin Frau Gedirke, Your Royal Highness. Ladies and gentlemen, please enjoy the musical display of the Band of the Grenadier Guards. Meine Damen und Herren, und jetzt genießen Sie die Serenade des Musikchors The Band of the Grenadier Guards. Thank you.
Wir sind glücklich und stolz, dass Sie alle unserem Land die Ehre Ihres Besuches erweisen. Königliche Hoheit, sehr geehrter Herr Bundestagspräsident, liebe Frau Bundeskanzlerin, Frau Landtagspräsidentin, Exzellenzen, meine Damen und Herren, liebe Geburtstagsgäste. Meine Damen und Herren, es ist der klugen Gründung durch die Briten zu verdanken, dass Nordrhein-Westfalen sich von Anfang an als ein starkes, wandlungsfähiges Land entwickelt, in reichbaren Regionen der Welt. Wir haben gemeinsam Neues geschaffen, das weit in die Zukunft reicht und trägt. Aber kein Zweifel, wir müssen auch in Zukunft immer wieder beweisen, dass wir wandeln können. Und das werden wir. Wir alle zusammen. Sie alle hier repräsentieren unser Nordrhein-Westfalen als Abgeordnete, als Gewerkschaft. Natürlich guter britischer, alter britischer Tradition, finde ich, ist er ein Versprechen auf diese Zukunft. Ich begrüße ganz herzlich den Vertreter des Vereinigten Königreiches, der Herzog von Cambridge. Your Royal Highness, the floor is yours. Presidents of the Bundestag, Federal Chancellor, Minister President, Presidents of the Landtag, Damen und Herren, guten Abend. Good evening, everyone. I'm afraid I'm here. Sie kennen natürlich das Pulsierende, oder soll man sagen, das Hippe, wahrscheinlich ist hier Hippe, sagt das Hippe, Berlin in jedem Fall, aber das politische Berlin, das Sie als Kanzlerin, vielleicht Frau Bundeskanzlerin. Königliche Hoheit Prinz William, Herr Bundestagspräsident, Frau Landtagspräsidentin, Frau Ministerpräsidentin, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag und dem Bundestag, liebe Geburtstagskinder des heutigen Tages, sehr geehrte Gäste aus dem In- und Ausland, meine Damen und Herren. Vor 70 Jahren lag Deutschland in Trümmern. Es war die Zeit des Steineklopfens, der Notküchen und des Flinsens.